So, willkommen beim Special. Wir fangen jetzt an die drei legendären Vögel. Oha, unsere Pokémon wurden ja noch gar nicht geheilt. Sowas. Dann machen wir es gleich schnell. Weil der Fangtürme sind nett, wir bekämpfen es halt nur. Fangen ist mir zu aufwendig. Nein, oh Mann. Erstmal müssen wir. Fangen wir zuerst Arktos. Zuerst müssen wir zur Zenobe-Insel. Ja, haben wir noch Stärke? Ne, haben wir abgelegt, okay. Hol ich mir schnell Stärke. Die bringe ich dann Glurak bei. Vergesse ich Schwertanz. Gut. Na, warte, hier sind noch ein paar Trainer, die wir übersehen haben. Na egal, die mache ich jetzt nicht. Ich bin eh zu stark für die. Aber einen müssen wir machen. Ah, doch nicht. Okay. Die Trainer habe ich übersehen. Ich glaube, hier geht's lang. Ah, ne, hier ist die Strömung. Okay. Und hier auf dieser Insel da vorne ist Arktos. Also auf diese Insel hier. So, Stärke. Ah, ja. Kippen, ah. Kippen wir zuerst den Felsen hier weg. So, okay. Oh Mann. Ich will nicht gegen euch kämpfen, ich will gegen Arktos kämpfen. So, jetzt kann man gegen die Stürme kämpfen. Und hier ist das legendäre Vogel-Pokémon Arktos. Jaul. Ein wildes Arktos, Level 50 hat's. Donnerblitz. Und tot. Okay, das ist Arktos gewesen. Im nächsten Teil fangen wir Zapdos. So, willkommen beim Special von Pokémon Rot. Jetzt fangen wir Zapdos. Zapdos kann man im Kraftwerk fangen. Das Kraftwerk befindet sich, wenn man hier hinsurft.
So. Und hier ist noch ein Trainer, den haben wir noch nicht gemacht. Also hier sind noch, also es gibt noch viele Teile, die wir noch nicht gemacht haben. Aber ich wollte halt so schnell wie es geht fertig werden mit dem. Ups. Ja, okay, das Finale ein. Ja, hier gibt es viele Elektro-Pokémon und falsche Voltoballs. Sowie einen neuen Maldenfo halt auch in der Saphir-Edition. Also hier zum Beispiel ist ein Voltoball Level 40. Ja, hier gibt's auch Pikachus. Okay, und hier ist Zapdos. Lassen wir mal Elektro gegen Elektro kämpfen. Ach, Bohrschnabel. Ja, zieht nicht so viel ab. Und nochmal Donner. Oh, komm. Du, geh. Du pornst das Reit schon nicht. Sondern das Raichu important dich. Willst du mich nerven? Dann such dir einen anderen. So. So, im nächsten Teil fangen wir uns, Quatsch, besiegen wir Lavados. So, in diesem Teil fangen wir Lavados. Ihr habt es ja schon im Verlauf meines normalen Spiels gesehen, wo es Lavados gibt. Aber ich zeig's euch nochmal, damit ihr es, ja, nochmal seht. Ups, Hallo, Lavados gibt es hier. Das ist das dritte legendäre Vogel-Pokémon. Es müsste ein One-Hit-Kill sein. Ja. Okay, im nächsten Teil fangen wir. Ey. Warum sage ich doch anfangen? Na ja, egal. Dann gehen wir nach. In den geheimen Dungeon. Und suchen Mewtwo. So, in diesen Teilen, weiß nicht, ob es länger dauert, suchen wir den im Geheimdungeon von Azura City Mewtwo. Und der Geheimdungeon ist hier. Wie ihr seht, ist hier eine Höhle offen.
Um dahin zu kommen, müssen wir hier surfen. Hier surfen, genau. So, hier befindet sich Mewtwo. Den Weg weiß ich leider nicht mehr so genau. Also hier ist eine Sackgasse und hier gibt es ziemlich starke Pokémon, wie ihr seht. Das nächste ist ein Knogger. Hohes Level, Level 52. Also ungefähr die gleichen wie in der Liga. Wir sind jetzt im Level-Rückstand, weil die Macher dachten, dass wir schon Level 60er Pokémon haben, da wir die Liga geschafft haben. Hier ist ein Item, aber das mag ich jetzt nicht haben. Da ich das eh bald aufhöre zu spielen. Lächerlich, hier noch Items reinzubauen. Na ja, super. Ja, Hypno. Das nächste ist ein Magneton. Oh Gott, der Sound ist total verbuggt. Geht nach links, schätze ich einmal. In der Naturhöhle kenne ich mir nicht so gut aus. Nicht allzu gut, sag mal so. Ups. Also hier ist eine Sackgasse. Ja, ich scheint falsch zu sein. Doch die andere Seite. Ist auch nichts. Aber ich war vielleicht doch richtig. Ah, komm. Nein, war ich nicht. Okay. Ah, ja, genau. Hier unten geht's weiter. Lass mich in Ruhe, du Scheiß. Ah, Bock. Ja, genau, hier ist es richtig. Du kannst nicht davonlaufen. Nach unten geht's. Oh Mann, regen mich auf, diese Viecher. Lass mich in Ruhe. Knuddeluff. Kann man nur hier fangen. Insgesamt nur hier. Also von allen Editionen kann man hier nur hier Knuddeluff fangen. Ja genau, hier ist das richtig.
Ah, ich liebe die Speed-Taste. Level 63 Ditto. So, wir sind dem Mewtwo schon ganz nah. Und da ist Mewtwo. Wow. Es hat ein extrem hohes Level. Level 70. Und es kann Genesung. Ja, Sternschauer. Ja, ihr seht, wie viel es abzieht. Ja, tot, dachte ich mir. Amoroso. Blizzard. Oha. Na, es ist jetzt zum Glück nur Sternschauer ein. Solange es eine Genesung einsetzt, kann ich es noch besiegen. Ah, Barriere. Wenn die Attacke jetzt trifft, dann ist Mewtwo kaputt. Okay. Das war Mewtwo. Im nächsten Teil schauen wir, wie es unserem Pokémon in der Pension geht. Und das ist dann auch gleichzeitig unser letzter Teil. Insgesamt. Hallo, willkommen zum allerletzten Teil dieser roten Edition. In diesem Teil wollten wir nachschauen, wie es unseren Mirapla in den Pension geht. So, hier sind wir. Halt, bevor ihr das nachschaut, müsst ihr schätzen, wie viel. Also wie viel Level es gestiegen ist. Schreibt dann eure Kommentare in die Box unten rein. Ich warte dann drauf. Okay, wenn ihr es dann habt, dann schaue ich jetzt nach. Mirapla hat sich toll entwickelt. Es ist um 21 Level gestiegen. Naja, ich hätte mehr erwartet. Das heißt, es hat Level 34. Ja, kann Blättertanz. Cool. Ja, das war's jetzt von der roten Edition. Wir sehen uns dann in der 51. Saphir-Fortsetzung wieder. Also dann, bis die Tage.